Die Spieleindustrie macht jährlich Milliarden Euro. 2011 hat Modern Warfare 3 mit Verkäufen für knapp 590 Millionen Euro in nur 5 Tagen alle Rekorde gebrochen. Hollywoods größte Blockbuster schaffen das nicht so schnell. Autorennspiele sind ein wichtiger Teil des Markts. Ich nutze heute meine echten Rennerfahrungen, um das beste Spiel zu finden. Ich achte auf Wirklichkeitsnähe, gute Grafik und den Spaßfaktor. Den Anfang macht der neueste Titel von einem großen Anbieter, Forza 4. Das Spiel bietet mehr als 500 Autos. Ich nehme den Ferrari, warum nicht? 458 Italia. Silverstone. Ziemlich schwierig, diesen Ferrari zu kontrollieren. Ganz anders als der, den ich hatte. Ich habe die 570 PS angeknipst und das Freudengrinsen in meinem Gesicht. Ich spüre durch die Lenkung nicht, was mit dem Heck passiert. Und es lenkt sich schwerer, wenn man gegenlenkt. Das ist das Gegenteil von dem, was in echt passiert. Also mir ist Forza nicht realistisch genug. Willkommen bei Dirt 3, der Welt von Ken Block. Jetzt eine kleine Rallye. Fühlt sich wirklich wie eine Rallye an. Fehlt nur der Krach von den Steinen, die gegen den Unterboden des Wagens schlagen. No! Ich wäre fast wie Ken Block im Graben gelandet. Sorry, Ken, ist ja nicht so oft passiert. Als nächstes kommt das PC-Spiel iRacing. Für knapp 80 Euro im Jahr kann man hier live gegen Spieler in der ganzen Welt antreten. Ich sitze im nur PC-tauglichen 14.000 Euro GT-Serie Gaming-Sessel. Seine Motoren simulieren die Bewegungen eines Autos. Er ist toll. Aber iRacing ist mir nicht spannend und realistisch genug. Vor allem im Vergleich mit einer anderen Online-Simulation, SimRaceway. Der Download ist gratis. Man zahlt nur einen kleinen Betrag für mehr Strecken und Autos. Das wirkt surreal. Ich habe vor dem Aufprall die Hände vom Lenkrad genommen, was man in echt macht. Hoffentlich habe ich beim nächsten mehr Glück. Formula One 2011. Ich bin Lewis Hamilton. Ich habe die ganze Technik. Mensch, der überholt mich auf der Außenseite. Dieses Spiel verlangt höchste Konzentration und ist ein Muss für jeden Grand Prix-Fahrer ins B. Heftig. Und jetzt der Pate des virtuellen Fahrens, Gran Turismo 5. Bei dem Entwicklungsbudget von knapp 63 Millionen Euro müsste das Spiel unglaublich sein. Das Handling ist so schlecht wie bei dem Ferrari in Forza. Aber wenn ich zum Beispiel bremse, wirkt das Ganze etwas realistischer. Gran Turismo wirkt bis jetzt am echtesten. Aber es ist nicht perfekt. Mich überrascht, dass sie den Klang nicht besser hinkriegen. Wäre doch ganz einfach, den bei einem Rennen aufzunehmen und hier wiederzugeben. Und zuletzt eine Wildcard. Alarm für Cobra 11. Das Verfolgungsspiel zur Serie. Control to all units. Accident reported with multiple injuries. Einsatz für Tiff. Oh. Toll, ich habe die Kartons runtergehauen. Die Grafik ist nicht großartig, aber das Spiel erzeugt eine ziemliche Sogwirkung. Das macht Spaß. Hier also meine Top 3. Der dritte Platz geht an F1 2011. Man spielt seinen Helden und die Elemente eines Grand Prix sind toll wiedergegeben. Platz 2, Alarm für Cobra 11. Es hat mich mehr amüsiert als alle anderen.